So, die erste Strategie zu den Aktien. Erprobte Faktoren für Aktien, da gibt es ein Paper. Also erstmal der Haftungsausschluss, der gilt für beides. Natürlich nichts ist hier eine Anlageempfehlung und ich kenne Ihre persönliche Situation nicht. Sie sind selber verantwortlich für das Handeln. Also zunächst mal erprobte Faktoren für Aktien. Da gibt es ein Paper von diesen drei niederländischen Fondsmanagern und die haben untersucht, welche Faktoren an der Börse bringen eigentlich Zusatzrenditen. Also wenn man jetzt nicht einfach nur durch Zufall was kauft oder eine Börse online liest oder eine Tageszeitung, sondern einfach mal systematisch schaut, was sind denn Faktoren, die in der Regel bessere Renditen auf Dauer bringen als einfach der Zufall. Und da findet sich auf dem ersten Platz das Momentum, das ist einfach der Trend. Und das bringt 7 bis 8% Outperformance. Dann ist es gut, Dividenden zu berücksichtigen. Und dann spielen saisonale Effekte eine Rolle, das ist auf dem dritten Platz. Und auf dem vierten Platz, das kennen viele nicht, Aktien, die unter geringen Schwankungen steigen, sind besser als Aktien, die stark schwankend steigen. Und dann gibt es natürlich auch fundamentale Faktoren, die wichtig sind. Die wichtigste fundamentale Kennzahl ist übrigens das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Ich zoome da gerade ein bisschen rein. Da gibt es gute Literatur, also zum Beispiel für das Momentum, da gibt es dieses Buch Stocks on the Move vom Andreas Klino. Das hier, das steht auch bei mir da hinten im Regal. Das ist so, ja, ist schon 10 Jahre alt. Die Älteren unter uns werden sich da wiederfinden. Da wird halt so eine Momentumstrategie schön erklärt, um das Jahr, ja, es fängt so an in den 90er Jahren bis so zum Jahr 2005 oder 2008. Und da sieht man schön, wie sowas funktioniert, wenn man immer die Aktien hält, wie das so geht mit den Rückgängen und so weiter und so fort, ist ganz gut erklärt. Dann ein gutes Buch über fundamentale Kennzahlen ist dieses What Works on Wall Street oder die besten Anlagestrategien aller Zeiten. Dieses Buch, da geht es um fundamentale Kennzahlen, aber trotzdem findet der Autor, dass der wichtigste Faktor ist das Momentum, also wieder der Trend. What Works on Wall Street. So, Faktor Investing. Wenn man jetzt eine Strategie machen will, also wie geht das, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, wir wollen sortieren nach Momentum, aber wie findet man dann zum Beispiel diese 5 Aktien von der Theorie zur Praxis? Das geht so, dass man eine gute Datenbank braucht. Ich habe da eine Datenbank von Norgate Data aus den USA. Das sind 1500 Werte. Und die werden täglich sortiert nach bestimmten Kriterien. Zum Beispiel nach dem Trend der letzten 10 Monate. Also dann drücke ich einmal am Tag auf den Knopf und ein Universum von 1500 Aktien kann ich dann sortieren und rausfinden, welche Aktien sind die letzten 10 Monate am stärksten gestiegen oder welche haben die geringsten Schwankungen. Und da kann ich zum Beispiel diese zwei Faktoren nehmen und damit ein Ranking machen und die oberen 5 werden dann zum Beispiel gekauft. Wie wird so ein Faktor bestimmt? Da ist zum einen wichtig natürlich beim Trend, wie viele Monate schaue ich zurück, kaufe ich Gewinner oder Verlierer. Wir haben ja gesehen, es ist besser, wenn man Gewinner kauft. Da gibt es aber auch noch eine andere Auswertung. Die habe ich mal in der Börse online publiziert. Wenn man Monat für Monat die stärksten Aktien kauft, dann sieht es so aus, dass man diese blaue Kurve hier oben erreicht. Also immer, was in den letzten 6 Monaten am stärksten war, die stärksten 10% vom Markt kaufen, dann erreicht man auf Dauer eine bessere Performance als der Gesamtmarkt oder als der risikolose Zins. Wenn man denkt, man kauft immer so das Günstigste, zum Beispiel so eine Supermarktmentalität, dass man denkt, okay, dieser Artikel, der war jetzt die ganze Zeit mehrere 100 € und jetzt ist er reduziert und kostet nur noch 100 oder sogar unter 100 und jetzt kaufe ich den und man kauft quasi Aktien, die im Kurs gefallen sind, immer die schwächsten, dann sehen wir hier, dass es auf Dauer eine Unterperformance bringt. Weil was man an der Börse nicht vergessen sollte, erfolgreiche Firmen, die bleiben oft erfolgreich, weil sie ein gutes Geschäftsmodell haben. Denken wir zum Beispiel an so eine Alphabet Google oder eine Amazon, die gibt es jetzt ja alle schon 20, 30 Jahre und die sind immer noch sehr erfolgreich und die wird es wahrscheinlich auch in 10 Jahren noch geben. Und viele hier, die in der roten Kurve sind,
Das sind einfach auch Firmen, die einfach pleite gegangen sind. Wer weiß jetzt noch, was eine Wirecard war oder so und so weiter. Die gibt es halt auch. Und in fallende Messer zu kaufen, ist halt generell keine so gute Idee. Dann, wenn man von systematischem Trading redet, ist es auch wichtig, dass man ein gutes Universum hat. Also wenn man hier zum Beispiel einen Backtest macht von so einer Momentumstrategie und unten sehen wir die Handelskosten. Wenn die Handelskosten ganz niedrig sind, also Richtung 0%, das sind halt hochliquide US-Aktien, gerade die ich so genannt habe, diese Amazon Alphabet und wie die alle heißen, Nasdaq 100-Werte oder S&P 500-Werte, die haben kaum höheren Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufspreis, dieser sogenannte Spread, Bid-Ask-Spread, haben manche bestimmt schon gehört, oder die meisten natürlich, die haben ganz geringe Spreads von 0 bis 0,5%. Da gibt es halt in den USA sehr viele gute Werte, weil die USA machen halt ungefähr 50-60% von der weltweiten Marktkapitalisierung aus. Und wenn man dann in andere Märkte geht, sowas wie China, da gibt es halt weniger Aktien, oder selbst Japan, dann wären die Kosten höher durch das Handeln, indem man den Unterschied zwischen dem Kaufs- und dem Kaufkurs wird dann immer größer. Und je mehr dann mal in exotische Länder geht, sowas wie Indien, dann wird es immer schwieriger, die Kosten werden immer höher und die Rendite pro Jahr fällt. Deswegen ist es wichtig, dass man halt möglichst US-Aktien handelt, wenn man so strategisch unterwegs ist. Und natürlich ist es wichtig, dass man einen guten Broker hat, zum Beispiel CapTrader, der die IB-TWS-Plattform nutzt, wo man dann halt wirklich ganz niedrige Gebühren hat. Dann ein wichtiger Parameter, wie lange soll man eigentlich zurückstauen bei Momentum? Und wir sehen hier von der Literatur O'Shaughnessy, das war dieses dicke Buch, der nimmt so ein Jahr, 250 Tage sind das, 252 Handelstage sind ein Jahr. Ein anderer Buchautor, der nimmt so ein halbes Jahr, das ist alles noch okay. Und die Linie ist hier mein Backtest, also rechts aufgetragen, die Rendite pro Jahr. Und wir sehen, die Rendite pro Jahr sinkt, wenn wir ganz kurze Zeiträume nehmen. Also wenn wir nur Aktien kaufen, die so die letzten 30 Tage gestiegen sind, das ist zu wenig. Besser ist, wenn eine Aktie schon ein Jahr gestiegen ist. Sagen viele, ja gut, ist jetzt ein Jahr gestiegen, soll ich die noch kaufen? Aber der Backtest zeigt, dass die dann eher noch weiter steigt. Dann wichtig, weil wir es auch vorher gesagt haben, der Ausstieg bei Einzelaktien, wenn wir hier mal auftragen, den Ertrag pro Jahr und gegenüber dem Trailing Stop, ein Stop, der nachgezogen wird, dann sehen wir hier, dass alle Stops unter 15% hier sind viel zu eng. Also man muss der einzelnen Aktie gut und gerne mal eher 20% Raum lassen zum Schwanken. Gerade wenn man solche Werte hat wie Nvidia, die korrigieren halt mal so innerhalb von ein paar Wochen gerne mal 10-15%, bevor sie dann wieder höher gehen. Das sehen wir gerade bei Nvidia zum Beispiel. So, dann das ist zum einen der Faktor Trend, dann gibt es noch den Faktor Schwankungen. Das ist in diesem Buch ganz gut gezeigt. High Returns from Low Risk von dem Pim van Vliet. Das ist einer dieser Fondsmanager, der auch dieses Paper gemacht hat über die Faktoren. Und er hat den Faktor niedrige Schwankungen in seinem Buch. Das ist eigentlich die wichtigste Grafik des Buches. Wir sehen, dass Aktien, die weniger stark schwanken, hier in schwarz, und Aktien, die stärker schwanken, im Grau, die Performance. Und das sieht so ähnlich aus, aber das ist eine logarithmische Skala. Die Aktien, die weniger stark schwanken, haben eine Outperformance von einem Faktor 18 zu den stark schwankenden. Das ist schon ganz schön viel. Und deswegen diese Strategie, die ich da gebaut habe fürs Feierabenddepot, den Faktor Momentum und auch diese Schwankung beide rein. Andere Strategien nehmen auch Saisonalität rein oder ich habe auch eine Sentiment-Strategie. Fundamentale Faktoren sind einfach insoweit berücksichtigt, dass dieses Universum aus Werten besteht, normalerweise aus dem S&P 500, aus dem Nasdaq 100, aus dem Russell 1000, also aus Aktien, die schon mal 2-3 Quartale profitabel waren und nicht so richtige große Verlustbringer sind. Aber es wird ansonsten nicht direkt auf diese fundamentalen Kennzahlen weiter geachtet, außer dass sie halt eine schwarze Null quasi haben. So, ein paar Beispiele noch. Erstmal, das war die Top-Liste vom 1. Oktober. Da sehen wir so ganz bekannte Werte, also viele KI-Werte, zum Beispiel die Nvidia oder auch einer meiner Lieblingsaktien, die Palantir, die ich so in verschiedenen YouTube-Videos schon besprochen habe.
aber auch so ein paar Gesundheitswerte, die sind im Moment sehr stark. Eli Lilly, Intuitive Surgical und zum Beispiel AbbVie, also Pharma Gesundheit ist stark. Und dann aber ganz verschiedene Sachen, zum Beispiel auch nochmal KI Broadcom. Aber auch hier so ein Wert, den viele Deutsche auch kennen. T-Mobile US ist eigentlich so ein Ableger von der Telekom. Und die sind in den USA ziemlich stark und haben gutes Momentum. Die sind jetzt mal gerade auf Platz 1. So, welche Werte sind im Moment im Feierabenddepot? Und warum sind die da drin? Also ich hatte ja gesagt, ein wichtiger Faktor ist der Trend. Das heißt, wichtig ist, wenn die hier so 10 Monate gestiegen sind ungefähr. Das sehen wir hier bei der General Electric, das hatte diesen Trend. Und gleichzeitig war dieser Trend unter ziemlich niedrigen Schwankungen. Das heißt eine tiefe Vola. Das ist aber einfach so eine Standardabweichung Vola, also wie stark dieser Kurs schwankt. Nicht zu verwechseln mit der impliziten Vola der Optionen. Das ist einfach eine Schwankung des Kurses im Endeffekt hier. Also geringe Schwankungen, schöner Anstieg und dann kommt die Aktie ins Depot. Und wir sehen, die kam hier rein und der Trend hat sich fortgesetzt. Das war dann Mitte 2023 so eine Korrektur letztes Jahr im Sommer. Das haben manche vielleicht schon vergessen. Die Aktie hat sich hier relativ gut gehalten und dann kam der nächste Move. Und dann kam wieder so eine Seitwärtsphase und in dieser Seitwärtsphase kam die Vola wieder runter. Und das sind dann oft nochmal gute Nachkaufgelegenheiten von so Aktien. Und die ging dann jetzt auch nochmal höher und ist weiterhin drin. Dann als nächstes haben wir im Moment drin eine Eli Lilly. Da war es ähnlich, die hatte auch letztes Jahr ein bisschen mehr Schwankungen, aber wir sehen, die hat hier konsolidiert. Die Vola hat abgenommen dabei, die Schwankungen. Und dann wurde die im Dezember gekauft. Und wir sehen, direkt nach dem Einstieg ging sie erstmal runter. Und dann ging es hoch, jetzt ging es hier schwankend, zum Beispiel hier diese 25% Stopp, das hat hier gerade noch gereicht. Und ja, war relativ knapp und die Aktie ist hier jetzt noch drin und geht Richtung neues Hoch. Eli Lilly, die macht übrigens so Medikamente zum Abnehmen, also zum Beispiel Spritzen gegen Übergewicht und solche Sachen machen die eigentlich entwickelt für die Zuckerkrankheit, aber es wird halt auch zum Abnehmen eingesetzt und die boomt halt richtig, obwohl die Aktie so vom Fundamentalen schon relativ teuer ist. Aber hier geht es halt um Momentumwerte. Diese Aktie Meta, die wurde kürzlich gekauft am 23. Juli, auch so einen langen Aufwärtstrend hatte, dann sehen wir wieder so eine typische Seitwärtskonsolidierung und dann wurde die hier am 23. Juli gekauft. Die nächste Intuitive Surgical, ein Gesundheitswert, Pharmawert, auch wieder so langer Aufwärtstrend, dann ein bisschen eine Konsolidierung, also nicht, dass man gerade hier irgendwie auf so einem Hügel kauft. Es ist manchmal auch nicht verkehrt, man weiß es nicht, wenn man jetzt hier gekauft hätte, könnte auch mal gut sein, aber statistisch betrachtet ist es besser, auch noch zu warten, dass die Schwankung hier etwas zurückkommt und dann geht es meistens noch mal höher. Vor kurzem gekauft Cintas, das ist eine Firma, die so Arbeitskleidung vermietet. Arbeitskleidung zum Beispiel für Leiharbeitsfirmen und die boomen halt auch sehr stark. Und da muss die Leiharbeitsfirma, wenn die vorher nicht weiß, ob die pleite geht oder nicht, dann können die sich quasi das einfach die Kleidung ausleihen bei so einer Firma wie Cintas. Und die wurde hier gekauft am 6. September und ist auch mittlerweile im Plus. Hier mal zum Verkauf. Die Aktie zum Beispiel ist rausgeflogen, weil die kam hier ins Depot und ist dann rausgeflogen, weil es einfach stärkere Aktien gab. Das war auch zu früh, der Verkauf, aber man trifft es nicht unbedingt, dass man hier so absoluten Hoch verkauft. Zu den Ausstiegen, das ist im Endeffekt gerade das Gegenteil wie bei den Einstiegen. Wenn eine Aktie in dieser Liste einfach im Vergleich von der relativen Stärke verglichen mit den anderen 1500 abdriftet, zum Beispiel auf Position 50 oder irgendwas fällt, dann wird die verkauft. So, zu den Backtests. Die Strategie, also immer Aktien zu nehmen und dann immer auszusortieren, wenn die in der Liste fallen, hat seit dem Jahr 2000 16% pro Jahr gebracht.
seit 1997 23% pro Jahr. Aber diese Phase halt 97 bis 2000 war halt außergewöhnlich gut, diese Tech-Blase. Also diese 16%, das ist eher vernünftig auf Dauer. Es gibt immer mal so Phasen wie jetzt dieses Jahr, wo das auch eine Überperformance hat. Aber es gibt auch manchmal so Flat-Phasen wie hier. Nämlich die Strategie hat einen Marktfilter. Wenn nämlich die Kurse crashen, richtig stark, über so einen 10-Monats-Durchschnitt oder in dem Fall ist es eine 83-Tage-Linie, dann steigt die Strategie manchmal komplett aus. Das ist zum Beispiel hier im Jahr 2022 der Fall gewesen. Sie müssen sich dann im Feierabenddepot trotzdem nicht langweilen, weil es gibt noch andere Strategien, die da beinhaltet sind. Zum Beispiel, da gab es dann so eine Strategie, die Rohstoffe noch im Depot hatte, also Rohöl in so einer ETF-Rotationsstrategie. So, in dem Jahr hat die Strategie nach dem Backtest 41,9%. Aber ich muss dazu sagen, das ist etwas zu gut, weil hier ist die Nvidia mit drin und ich habe aus Vorsicht die Nvidia händisch eliminiert letztes Jahr, weil es da Gerüchte gab, die ich ernst genommen habe, dass es ein Dreiecksgeschäft gibt zwischen Nvidia, einer Tochterfirma und BlackRock, dass sie quasi die Bilanzen schönt. Aber trotzdem ist natürlich der Backtest und es ist nicht so viel schlechter. Wir sehen gleich das Live-Depot. Interessant zum Beispiel im Jahr 2022, wo ja zum Beispiel S&P stark korrigiert hat und der Nasdaq, da ist die Strategie ausgestiegen und kam mit einem relativ kleinen Verlust auch durch. So, und zu der Strategie gibt es jetzt gerade ein Angebot. Nämlich für einen Monat können Sie es einfach mal für 1 Euro testen. Einfach den Link hier entweder fotografieren oder der Dominik postet den auch irgendwo in den Kommentaren. Habe ich gerade gemacht. Müsstest du sehen. Danke, du kannst ja nach rechts schauen. Du bist ja auch als Zuschauer dabei. Ich habe es gerade auf Vollbild gemacht und dann sehe ich es nicht. Und das hier, ja, danke für den Hinweis, genau. Und das ist die Live-Performance von dem letzten Jahr. Es war natürlich jetzt auch gar ein guter Zeitpunkt vom Oktober bis jetzt, aber 30%. Das habe ich wirklich getradet. So, was ist alles drin in dem Feierabenddepot? Das sind mit den 15 besten amerikanischen Aktien auf einfachen, regelbasierten Anlagestrategien, regelmäßige Signale, klares Stop-Loss-Management. Also Sie kriegen jeden Tag eine Mail, heute wird das gekauft, das verkauft vom Algo her. Umsetzen müssen Sie das selber, dazu können Sie zum Beispiel so einen Broker nehmen wie CapTrader, das bietet sich direkt an, ist auch im internen, bei den FAQs da alles erläutert. Einmal im Monat gibt es ein Meeting, ich habe das hier nochmal VIP-Betreuung genannt, also ich beantworte auch alle Mails und es ist transparent, also ich zeige mein Live-Depot regelmäßig, mache einen wöchentlichen Rückblick, Marktausblick und wie gesagt, ein Live-Meeting. Und genau, so sieht es im Moment aus von der Performance. Aber wichtig, nicht nur, dass die Performance jetzt gerade ganz gut ist, sondern auch bei den Rückgängen im Jahr 2022 war das Feierabenddepot niedriger als zum Beispiel die Indizes S&P 500 oder auch den Nasdaq. Das ist ja auch wichtig. Genau, und da gibt es das Angebot und das wäre jetzt mal der Teil 1. Und dann mache ich mal meine Kamera wieder an. Ich glaube, ich muss jetzt auch mal die Freigabe. Nee, ich warte zuerst mal, ob du bist da. Fragen kommen. Ja, dann gehen wir die Fragen durch. Und Frage von mir aus direkt schon mal. Bei General Motors habe ich gesehen, die sind ja von 80. General Electric. General Electric, die sind von 80 richtig hochgegangen. Und dann, ich sag mal, der Schritt von 80 auf 160, der war ja größer als von 160 auf 200. Wann schmeißt du die dann raus? Gibt es da nicht in deinem Universum eine Aktie, wo du denkst, Mensch, die haben ja größere Chancen? Oder habe ich die? Nee, ich habe den Chart falsch gelesen. Ich sehe automatisch. Nee, der PC schaut einfach diese Aktie verglichen mit 1500 anderen. Aber wenn wir so ein Jahr zurückgehen, ich kann sie mal hier aufmachen, in der Plattform. Achso, nee, man sieht immer nur von mir jetzt.
Einen Tab. Okay, aber wenn man jetzt mal so das letzte Jahr anschaut, dann sehen wir ja, dass sie zurücksteigt. Und deswegen wird sie nicht rausgeworfen. Die wird rausfliegen, wenn die jetzt quasi hier, nachdem sie bei 160, 170 war, wenn die jetzt abgetaucht wäre auf 140, sage ich mal, dann wäre zum einen gleich das Stop von den ungefähr 25% ausgelöst worden und zum anderen wäre sie einfach dann überholt worden. Also hier wären dann 50 Werte vor ihr oder so und dann wird sie rausgeworfen. Aber im Moment ist sie halt immer noch bei den Tops dabei. Wenn wir zum Beispiel schauen. Ja, ich finde das, bemerkenswert, weil ich bin da halt ganz ehrlich, hätte ich die im Depot, ich hätte die wahrscheinlich zwischenzeitlich mehrfach verkaufen wollen. Ne? Aber ja. du hast am Ende recht behalten. Ne? Also, das stimmt auch. Und wenn ich auch selber auf meine eigene Trading-Karriere zurückblicke, früher habe ich das auch immer so gemacht. Das ist einfach ein normales menschliches Verhalten, dass man denkt, okay, jetzt ist es ja so gut gelaufen und dann will man einfach mal Gewinne mitnehmen. Die ist ja hier schon gut gelaufen. Wenn man die Luft hat bei 100 und dann war die hier nur 20, das war ja auch schon schön. Und dann kam diese Haltung von dem Konzern, da geht es noch höher. Aber es war jetzt auch einfach auch eine Phase, die extrem gut war. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist halt für Momentum-Aktien auch wirklich schön. Wenn so Phasen kommen wie 2022, die Märkte drehen, dann ist es erfahrungsgemäß so, dass dann keine Aktien mehr so richtig laufen oder ganz wenige und dann ist es halt auch mal angebracht zu verkaufen. Aber im Moment gibt es halt keine Verkaufssignale, weil die Märkte einfach noch auf grün sind und einfach weiter steigen gerade. Der Markus fragt, warum verwenden wir keine technischen Indikatoren, wie zum Beispiel den MACD zur Optimierung der Rangliste der Momentum-Aktien? Also, ich habe viele, viele Untersuchungen gemacht und gerade so Indikatoren MACD, RSI, vieles ist komplementär. Also letztlich sagt der Trend ja ziemlich viel. Und neben dem Trend gibt es ja hier unten noch die Schwankung. Also, kann man sich so, wenn man MACD hier reinlegen würde, dann wäre der bestimmt auch hier irgendwo so überkauft, da wo auch gerade diese Standard Deviation hochgeht. Und letztlich bringt es nach meiner Erfahrung, das verkompliziert die ganze Sache wirklich. Und auch in diesem Buch, was ich da gezeigt habe von dem Andreas Klino, wo ich ja die Sache angelehnt habe ursprünglich, da ist auch relativ simpel und bringt da nicht so viele Indikatoren. Es war dieses hier. Der Axel fragt, weshalb er denn täglich von dir, er meint, es gibt täglich eine E-Mail, aber nur zwei Trades im Monat. Ja, das ist natürlich ein Feierabend. Nee, das stimmt aber nicht ganz. Ja. Es gibt einmal auf jeden Fall den Trade zum Monatsanfang, weil diese 5 Saisonalitätsaktien gekauft werden. Und dann gibt es halt immer, also letzten Monat gab es ja zum Beispiel wieder einen Einstieg bei den Sentiment-Aktien. Es sind schon so 3-4 Aktionen im Schnitt im Monat. Es kommt vielleicht ein bisschen weniger vor, aber es soll auch entspannt sein. Also es ist schon relativ entspannt, der Feierabenddepot. Ja, schließlich heißt es ja auch Feierabenddepot, aber der Axel fragt auch, der möchte so einen Vorgeschmack haben, was ist denn der Inhalt der E-Mail, die er denn von dir erwarten kann? Der Inhalt ist diese Tabelle. Vielleicht, ich glaube, ich muss mal kurz die Freigabe beenden. Achso, stattdessen diesen Tab teilen. Ah ja. Ich bin mit der neuen Software noch nicht so ganz firm. Also der Inhalt ist diese Tabelle. Da schauen wir jetzt mal drauf. Da sehen wir in der Mitte die Strategie 2. Das sind die ich gerade vorgestellt habe, die halt hier schön dick im Plus sind. Und dann gibt es zum Beispiel einmal im Monat werden nochmal 5 Aktien gekauft nach der Saisonalität. Und da sehen wir jetzt, die sind jetzt durchwachsen. Ja, da sind jetzt mal 0%. Die sind jetzt aber auch erst ein paar Tage drin. Und manchmal geht es halt gut, manchmal geht es halt nicht gut. Das ist halt so eine Mischung. Dann sehen wir hier unten die Sentiment-Strategie. Die sind jetzt auch schon fast alle im Plus, so 4% ungefähr. Also jeden Tag gibt es die Tabelle. Die ist jetzt zum Beispiel von heute. Dann, das sind also 3 Aktienstrategien. Die sind auch hier so erklärt. Also Backtests von der Gesamtstrategie, von den Einzelstrategien.
Dann gibt es hier Videos, wie die Strategien umgesetzt werden, wie das Money Management funktioniert und all solche Sachen. Dann gibt es aber auch noch zwei ETF-Strategien, weil ich habe gesagt, manchmal sind die Aktien ja nicht mehr investiert. Und da zum Beispiel, da werden 5 Marktgruppen rotiert. IW11 und IW5. Also wie so ein Karussell, Aktien, Immobilien, Anleihen, Rohstoffe, immer die, auch nach Momentum, immer die besten 4. Und das hat auch eine relativ gute Performance. Das ist noch, für die jetzt, die gesagt haben, nur 2 Trades, das ist noch langweiliger oder entspannter. Da wird nur einmal im Monat umgeschichtet. Das ist noch drin, dann halt jeden Monat ein Meeting. So ähnlich wie das jetzt hier, dass halt jeder seine Frage stellen kann. Und dann halt einmal in der Woche gibt es so einen Bericht. Und das war jetzt zum Beispiel der letzte. Da gehe ich halt immer so drauf ein, so Besonderheiten, Aktien in Wahljahren. Vor der Wahl geht es jetzt eher runter im Durchschnitt und nach der Wahl geht es hoch. Ob das jetzt dieses Mal wieder so wird, keine Ahnung. Von der Saisonalität her sehen wir September, Oktober in Wahljahren eher schlecht. November, Dezember, Jahresendrallye, wissen wir ja auch nicht. Dann Ölpreise steigen an und wir haben jetzt langsam wieder im Fear Greed Index etwas mehr Gier. Das war ja Anfang August standen wir hier und alle hatten Angst und seither ging es nur hoch, aber damit kehrt der Optimismus zurück. Also es ist halt leider so. Und dann zeige ich halt immer, was halt in der Woche los war. Das wurde verkauft hier. Gewinn und Verlust und halt so die Performance und solche Sachen. Genau, das ist da alles dabei. Der Stefan fragt nach der Datenquelle für deine Analyse. Wie ich dich kenne und einschätze, Urban, hast du nicht nur eine, sondern mehrere. Investierst da ja nicht nur Zeit, sondern auch also, einiges an Geld. Ja, ich habe die Börsensoftware AmiBroker. Da kommen diese Backtests her, hier, diese ganzen Kurven. Und der Datenanbieter heißt NorgateData.com, kommt aus Australien. Und wer da wirklich die Daten abonniert, gerne meinen Namen angeben. Dann freuen die sich auch, wenn ich den quasi da zu den Kunden bringe oder so. Wer da Backtests machen will, ich habe auch ein Buch geschrieben. Ich stelle es extra nicht so vor, weil das ist halt die meisten zu kompliziert. Trading Systems heißt das Buch. Mensch, das wusste ich gar nicht, Urban. Du hast Mensch, muss ich ja direkt gleich mal recherchieren. Ja, du hast auch die Susanne glücklich gemacht, denn die hat nämlich Norway verstanden, also Norwegen. Okay. Alles klar. Jetzt, ne? Gut, wenn jetzt noch nicht, sind noch viele Fragen? Ja, ich bin da mal so unverschämt und übergehe ein paar. Vielleicht eine einzige, die wir noch machen könnten, und zwar zum Stopp. Und zwar, Hu hat das gefragt, Frage zum Stop-Loss, liegt da hart im Markt? Oder nur mental, Stopp liegt immer ca. 25% unter dem aktuellen Kurs? Fragezeichen. Vielleicht kannst du einen Nvidia mal zeigen, weil das würde mich auch interessieren. Die hatten ja zwischenzeitlich einen ordentlichen Rücksetzer. Du hast die immer noch im Depot. Wie hart müsste denn Nvidia jetzt vom aktuellen Kursniveau fallen, damit du sagst, tschö? 25% hat die in Trailing Stop. Ich kann jetzt leider Nvidia gerade nicht zeigen, weil ich kann immer nur den aktuellen Tab zeigen. Das heißt, mir ist aufgefallen, ich habe vorher was gesagt zu den Wahljahren. Ja. Das wollte ich jetzt erst einmal kurz nachholen, weil das habe ich gezeigt und gar nicht, ihr habt gar nicht die Bilder gesehen. Also US-Aktien in Wahljahren, mach es nochmal noch ein bisschen größer. Finde ich spannend. Also hier ist ja die Wahl, jetzt sind es ja nur noch 4 Wochen ungefähr. Und theoretisch kommt da jetzt eine schlechte Phase, kurz vor der Wahl. Und auch egal, welcher Präsident gewinnt, aber eher wenn der Demokratische gewinnt. Für die Börse ist eigentlich auch der Republikaner eigentlich besser, obwohl er hier, naja, es ähnelt sich. Auf jeden Fall nach der Wahl theoretisch geht es höher. Und das zeigt auch hier die Saisonalität. September, Oktober in Wahljahren eher negativ. Zum Jahresende wird es besser. Und hier sehen wir den Ölpreis, wie der halt hier runterging. Und jetzt mit den Spannungen, mit dem Angriff von Israel Richtung Libanon, in den Libanon, steigt halt der Ölpreis. Vor allen Dingen dann auch mit den Spannungen. Iran hat ja wieder auf Israel gefeuert. Schlagen jetzt die Israelis zurück auf die iranischen Ölanlagen und so. Zum Beispiel China bezieht ja mittlerweile 4-mal mehr Öl aus dem Iran als vor 4 Jahren. Also wenn jetzt die Iran
Wenn Israel den Iran bombardieren würde, würde es auch China treffen, weil die wirklich viel Öl aus dem Iran bekommen. Und dann hier der Fear Greed Index, der hier im August noch bei extremer Angst stand und jetzt schon eher auf Gier. Aber es ist doch keine extreme Gier, das geht gerade noch so. Aber das macht schon die Rückschläge jetzt wieder so ein bisschen wahrscheinlicher. Das wollte ich noch sagen, jetzt zu der Frage jetzt von dem Stopp. Also bei Nvidia ist es wie bei General Electric, solange die läuft, wird die quasi laufen gelassen.